Moin ihr wunderbare Menschen des Interwebs, mein Name ist MarsLetsPlay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Mirror's Edge Catalyst Trophäenguide. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Trophäe Gesetzestreue Bürgerin. Diese Trophäe erhaltet ihr gleich zu Beginn des Spieles. Alles was ihr dafür tun müsst, ist so langsam wie nur irgend möglich zu laufen. Und zwar sobald Faith aus dem Gefängnis herauskommt und ihr die Kontrolle das erste Mal über sie habt, rennt nicht sofort los, sondern lauft ganz langsam und gemächlich durch die ersten zwei Sicherheitstüren. Habt ihr dies getan, sollte auf dem Weg nach unten die Trophäe aufploppen. Solltet ihr die Mission bereits beendet haben, ist das nicht schlimm, denn ihr könnt über das Menü die Missionsauswahl öffnen und dann das erste Level noch einmal starten. Sobald ihr die Trophäe habt, könnt ihr die Mission abbrechen und das Level verlassen. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dieser Guide hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Guide von Mirror's Edge Catalyst wieder. Bis dahin, ciao!